Hallo liebe Wanderfreunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal bei Strauchs Wanderlust. Heute gehen Sarah und ich den Buchsbaumweg. Dieser Weg hat etwa 12 Kilometer und etwa 500 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann begleitet uns.
Etwa 2,5 Kilometer, da sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns jetzt nicht so gut gefallen, da viele breite Wege vorhanden waren. Nur der Anfang und der Schluss war eigentlich richtig genial. Wer den Buchsbaumweg nicht laufen will, den empfehlen wir eher den Buchsbaumpfad. Er ist etwa 4,1 Kilometer lang, ist aber eine Etappe. Sprich, man muss dann am Ziel wieder mit dem Zug zurückfahren oder man geht den gleichen Weg wieder zurück. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch und über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Wer den Buchsbaumpfad gehen will, der sollte definitiv Trittsicherheit mitbringen. Beziehungsweise wer auch den Buchsbaumwanderweg gehen will. Trittsicherheit definitiv vonnöten. Erste. Hallo lieber. Oh, Text die zweite. Hallo liebe Wanderfreunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal bei Strauchs Wanderlust. Sarah und ich gehen heute den